Hallo allerseits, herzlich willkommen zu No Man's Sky. Und zwar in VR. Wer hätte das gedacht? Das Spiel ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 3 Jahre alt und wird immer noch verbessert mit jedem Patch. Wird unglaublich viel Zeug dazu kommt unglaublich viel Zeug dazu. Und jetzt sogar ein VR-Modus. Alleine der Ladebildschirm ist schon richtig cool. Man muss dazu sagen, es ist allerdings nicht frei von Kinderkrankheiten. So ist es zum Beispiel so, dass es kein Room-Scale-Erlebnis ist. Das heißt, es ist, glaube ich, dafür ausgelegt, es im Sitzen zu spielen. Und somit hat man immer das HUD vor seiner Nase. Wenn man das Ganze so wie ich jetzt Room-Scale spielt, sehr cool. Wenn man das Ganze so wie ich jetzt Roomscale spielt, dann hat man das Problem, dass das HUD hier fix ist. Greife über deine Schulter und drücke RG, um dein Multi-Werkzeug aufzunehmen. Dieselbe Aktion verstaut das Multi-Werkzeug, wenn es ausgerüstet ist. Moment. Also zuerst mal umsehen hier. Sehr cool. Nicht identifizierte Pflanze. Es ist jetzt ein komplett neues Spiel. Wir greifen mal nach hinten und holen uns hier das Multi-Werkzeug. Kohlenstoff haben wir. Verwende den Multi-Werkzeug-Scanner, um Natrium zu finden. Moment, ich hole mal ein bisschen Kohlenstoff hier. Sehr cool. Also das habe ich gemeint, ich kann mich jetzt hier umdrehen und ja, was auch immer machen, aber das HUD wird immer in dieser Richtung hier sich befinden. Naja. Wir müssen jetzt den Scanner wohl reparieren. Und dazu brauchen wir Ferritstaub. Spüre mit dem Scanner Natrium. Deute mit der linken Hand auf die Rückseite deines Multi-Werkzeugs. Und hier könnten wir jetzt Scanner drücken. Der ist aber beschädigt, wie wir gerade gesehen haben. Wir brauchen jetzt Ferritstaub. Es gibt übrigens 2 Arten, sich fortzubewegen. Das eine ist ja, per Teleport, und ich habe umgestellt auf diese Art und Weise. Hier haben wir Ferritstaub, sehr gut. Wir haben 17. Schauen wir mal. Kann ich da hinten? Sehr cool. Das ist richtig cool. Es geht richtig schön weit. So, ich denke, wir haben genug. Wir öffnen das Inventar, schauen uns den Scanner an, können ihn jetzt reparieren. Sehr gut. Jetzt können wir scannen, und zwar indem wir auf das linke Touchpad drücken. Ach so, nein, doch nicht, auf den linken Stick drücken. Ja, jetzt. Wir brauchen, Natrium brauchen wir. Hier oben, hier, das sieht am nähesten aus. Ich spiele es übrigens mit der HTC Vive und mit den Index-Controllern. Okay, das kann ich greifen und zu mir ziehen. Und zack. Und jetzt können wir den Gefahrenschutz aufladen. Der ist... Wo ist er? Gefahrenschutz, hier. Natrium. So, mit dem rechten Stick können wir
wenn wir links, rechts drücken, ja, so kleine Drehungen ausführen. Jetzt müssen wir das markierte Signal hier drüben erreichen. Dass die Figur bewegt sich übrigens immer in Richtung, wo ich die linke Hand, bewege. Das heißt nicht mit Kopfbewegungen, sondern Richtung linke Hand. Ich weiß nicht, ob man das auch umstellen kann, aber ich denke wohl nicht. Ich gleich ein bisschen das mitnehmen. Kann ja nicht schaden. So. Benutze den Scanner, um wichtige Ressourcen zu markieren. Scanner wird aufgeladen. Ferritstaub brauchen wir. Natürlich. Kohlenstoff auch immer gut. Und da haben wir schon ein abgestürztes Raumschiff. Das ist ziemlich abgestürzt. Gehen wir mal dahin. Gibt's hier was zu holen? Verlassenes Raumschiff, ja. Ach so, hier hinten. Gehen wir durchsuchen. Das können wir noch nicht öffnen. Da haben wir verrostetes Metall. Sehr gut. Das, was haben wir hier? Supraleitendes Schloss. Ist kritisch beschädigt. Okay, gehen wir mal weiter in diese Richtung. Ups. Was war's denn? Oh. Was haben wir hier? Navigationsdaten. Wir haben haufenweise Navigationsdaten. Die nehmen wir einfach mal mit. Wir können auch springen natürlich. Und den... Hier unten sehen wir Jetpack. Benutzen. So. Hier haben wir ein Notrufsignal. Szenario: Iteration Nummer sowieso gelöscht. Versagen bei Grenzschichtablösung wahrscheinlich. Schiff geleert, Grundwächterintervention, bewusste Übertragung. Analyse neuer Iteration generiert, Anomalie Eindämmung vorbereitet. Übertragung empfangen, Reisenden Anomalie entdeckt. Anomalie ist fügsam, Position verzeichnet, Systemintegritätsscan initialisiert. Okay, greife über deine Schulter, drücke RG und da haben wir ihn schon. Untersuche das abgestürzte Schiff. Halte RG, wenn du neben dem Schiff stehst. Daraufhin erscheint eine Linie in Richtung des ausgewählten Objekts. Ziehe sie zu dir, um zu interagieren. Das heißt, wir gehen jetzt zum Schiff. Greifen's und ziehen's an uns heran. Und schon, ups, sitzen wir herinnen. Iteration Nummer sowieso online. Atlas-Verbindung. Unregelmäßig. Startschubdüsen. Offline. Impulsantrieb. Offline. Ich finde mich in einer seltsamen Welt wieder ohne Ausrüstung und in Gefahr. Ich weiß weder, wie ich hierher gekommen bin, noch was davor war. Alleine das ist auch schon wieder total cool, hier im Raumschiff zu sein. Doch zumindest dieses Schiff scheint mich zu erkennen.
Die Steuerung reagiert auf meine Berührung oder jedenfalls auf die meines Exo-Anzugs. Ich bin noch nicht tot und dieses Schiff ist eine Rettungsleine, Leine hinauf zu den Sternen. Lesen wir das Protokoll. Nicht verfügbar. Daten werden ersetzt. Exo-Anzug. Verbunden. Vorschlag, Pilot sollte Wartung durchführen. Gewünschten Reparaturweg auswählen. Schiffssysteme reparieren. Selbstgesteuerte Reparaturprotokolle. Es wird finster. Eingeleitet. Impulsantrieb ist kritisch beschädigt. Wir brauchen einen Schritt für den nötigen Flugantrieb im Weltraum und in der Atmosphäre. Das System ist schwer beschädigt. Für die Reparatur benötigst du Metallplatten und ein hermetisches Siegel. Gut. Halte Interact Left oder RG und greife nach einem Cockpit-Türhebel. Das ist hier oder hier. Und anheben, um auszusteigen. Ich will jetzt aber noch nicht aussteigen. Ich will jetzt hier eine Metallplatte herstellen. Zack. Und jetzt steigen wir aus. Wupp. Muss ich mal schauen. Ah, hier. Die Reparatur des Raumschiffes erfordert eine Mischung aus hergestellten Produkten, geborgenen Gegenständen und fortgeschrittenen verarbeiteten Substanzen. Impulsantrieb reparieren Metallgehäuse. Okay. Okay, dann müssen wir trotzdem wieder einsteigen. Oder ich muss, glaube ich, gar nicht einsteigen. Impulsantrieb hier mit Metallplatten. Zack. Was haben wir jetzt? Funktionstüchtig. Sehr schön. Raumschiff schwer beschädigt. Unverzichtbare Bestandteile fehlen. Die erforderlichen Komponenten konnten nicht synthetisiert werden. Der Impulsantrieb benötigt ein hermetisches Siegel. Empfehlung: Iterationsvergleich zeigt hermetisches Siegel in der Nähe. Planetenkarte aus Notrufsignallager. Signallager Bergen. Okay, suche die Absturzstelle nach Vorräten ab. Durchsuche das Notfalllager. Hier. Ich spähe in das Gehäuse des Signals. Neben seiner Notrufübertragungseinheit enthält es eine Planetenkarte. Die nehmen wir gleich mit. Okay, Planetenkarte geborgen. Öffne das Inventar, um die Daten anzuzeigen. Markiere die Karte und benutze RA, um eine Route zu planen. Hier ist sie. RA ist Route planen. Und jetzt haben wir hier vorne unser nächstes Ziel. Die markierten Koordinaten muss ich erreichen. Es gibt so in der Nähe. Hier haben wir was Schönes. Sehr gut. Minenlaser hat nur noch 7%. Wir hier in dem Container. Das nehmen wir auch mit. Das können wir ja noch nicht öffnen, oder? Schon. Natriumnitrat. Die Wasserstoff. Okay. Weiter geht's. Oh, sehr cool. Bevorstehender Sturm, da werden wir uns doch vielleicht hier in das Raumschiff begeben, solange bis der Sturm weg ist. So, jetzt ist die Waffenladung aufgebraucht. Schauen wir mal. Kann ich da nicht rein?
Ach so, hier können wir nur schauen, was hier dran ist. Ist alles kaputt. Aber ich kann leider nicht rein. Okay. Den Minenlaser müssen wir aufladen. Aber ich sollte. Naja, ich habe noch genug. Boah. Doch nicht. Ich sollte wohl eine Höhle aufsuchen. Ich finde keine. Ich hoffe, dass der Sturm bald nachlässt. Dann können wir uns mal um die Waffenladung kümmern. Oder ich finde schnell eine Höhle irgendwo. Das sieht allerdings schlecht aus. Minus 100 Grad. Es sieht nicht gut aus. Wärmeschutz bei 50%. Wirklich keine Höhle in Sicht. Sauwetter. Das ist nicht mehr allzu weit entfernt. Aber der Sturm macht mir jetzt wirklich Sorgen. Oh! Hier. Puh, hier können wir uns kurz sammeln. Kann ich da nicht drauf drücken? Nö, kann ich nicht nachladen? Nö. Da muss ich das so machen mit Kohlenstoff. Sehr gut, jetzt kann ich wieder Sachen mitnehmen. Jetzt hoffe ich, dass ich hier wieder raufkomme. Ja, locker. Kohlenstoff nehmen wir gleich wieder mit, damit wir dann den Laser wieder aufladen können ordentlich. Okay. Das nehmen wir auch noch alles mit. Ups. Benutze Sauerstoff, um deine Lebenserhaltungssysteme aufzutanken. Wie sieht's aus mit den Lebenserhaltungssystemen? Sieht doch gut aus. Energie 87%. Das reicht, würde ich sagen. Also, ich finde das persönlich wirklich cool. Jetzt habe ich wirklich das Gefühl, in der Welt zu sein. Finde die Geode. Analysieren mit A. Kohlenstoff haben wir bekommen. Natrium, okay. Erreiche die markierten Koordinaten. Bisschen Kohlenstoff wieder. Und hier vorne sind auch schon die Koordinaten. Sehr cool. Also das sieht alles noch um ein Stück größer aus. Um ein gutes Stück größer als mit Monitoren. So. Sehr schön, hier sind wir. Holo-Archiv? Wo? Hier. Archivzugriff erfolgt, 6 von 7 Protokollen beschädigt. Eintrag
folgt. Niemand. Mache diese Aufzeichnung für den Fall. Hinterlasse im Hersteller. Die Meldung, die hier kommt, ist hier, du hast den Spielbereich verlassen. Halte, Moment. Ach, auf jeden Fall eine Taste gedrückt halten, um den Bereich wieder zu zentrieren oder zurückzusetzen. Könnte von Nutzen sein, ja. Visier beschädigt. Kann das Schiff nicht finden. Vorräte bergen. Das Protokoll endet und die Maschine erwacht zum Leben und spuckt Vorräte aus. Ich habe das hermetische Siegel, yeah, das ich zur Reparatur meines Schiffs benötige. Wer immer mich hierher geführt hat, wer immer diese Nachricht hinterlassen hat, vielleicht befand er sich in der gleichen Situation wie ich jetzt. Auf jeden Fall haben wir das hermetische Siegel. So, die beiden. Halte LS gedrückt. So. Hier drüben können wir auch noch rein. Wobei da ich jetzt nichts finde. Verschlüsselte Navigationsdaten. Doch. Ich muss immer schauen, wo das HUD ist, weil ich ja trotzdem Roomscale spiele. Ah, hier. Verwende das Analysevisier, um das Raumschiff zu lokalisieren. Hebe deine linke Hand neben deinen Kopf und drücke LG zum Umschalten. Analysevisier muss installiert werden. Und dazu brauchen wir Kohlenstoff-Nanorohr. Ja. Beginne mit der Installation des Analysevisiers. Ist das jetzt hier modifizieren? Ah. Und jetzt ein Analysevisier. Dazu brauchen wir ein Kohlenstoff-Nanorohr. Das haben wir nicht. Kann ich das basteln? Technologieprodukt herstellen. Ah, Raumschiff nicht in Reichweite. Hier. Kohlenstoff-Nanorohr. Ja, bitteschön. Hier. Hier. Oh, jetzt sehen wir hier oben schon einiges. Sehr cool. Funktionsfähig testen. Analysiere Objekte, um Belohnungen zu erhalten. Hebe deine linke Hand und drücke dann LG zum Umschalten. Ziele für eine Analyse mit dem Multi-Werkzeug auf Objekte und halte RT gedrückt. Jetzt. Aha, okay. So funktioniert das. Das ist richtig cool in VR. Ich kann da auch wegschauen. So, lokalisiere dein Raumschiff. Was ist das hier drüben? Was ist das? Nicht identifiziertes Material. Ah! Das kennen wir. Sehr schön. Ups. Nahrung anbieten. Kreaturkugeln. Analysieren wir mal. Aha, die ist aggressiv. Darum. Gleich nicht mehr. Nicht identifiziertes Mineral.
Eselried. Das holen wir uns gleich. Hier haben wir noch nicht identifiziertes Mineral. Eisaphrodit. Mit Staub und Salz. So, jetzt ist das auch weg. So, wir sollten unser Raumschiff lokalisieren. Das ist hier in diese Richtung. Oh. Ach, jetzt geht das Analysieren los. Das Scannen. So, hier vorne, wie gesagt. Ich bin noch nicht ganz drauf gekommen, wie ich hinzielen muss, damit ich auch die Entfernung sehe. Hier, ja, eher so. So. Ich weiß nicht, ich sehe das nicht. Vielleicht so? Oh nein. Das sehe ich nur das, was in nächster Nähe ist. Okay. Weiter geht's. So. Gehen wir mal weiter. Nein, wir identifizieren jetzt nicht alles. Wir gehen jetzt zum Raumschiff weiter. Wobei ich jetzt noch mal kurz schaue. Vergrabenes Technologiemodul. Ah, jetzt geht das wieder los. Dass so viele coole Sachen mich von meinem eigentlichen Ziel ablenken. Autsch. Nicht identifiziert. Oh. Harubit. Silberansammlung. Und da drüben, das ist ganz in der Nähe, das schauen wir uns an. Kurz, das ist hier. Beziehungsweise haben wir vielleicht ein kleines Problem. Was bist du? Gefährliche Flora. Okay. Stopp. Kommen wir hin? Wo war das jetzt? Komm. Also alleine das mit dem Hinzielen ist schon sehr cool. Wo war das jetzt? Ah, egal. Jetzt lassen wir uns nicht mehr ablenken. Jetzt gehen wir zum Raumschiff. Hier ist es auch wieder schön. Ups. Das Wetter hat sich gebessert. Oh, und es sieht herrlich aus. Richtig schön für einen kleinen Spaziergang durch die Eiswelt. Und ich lasse mich jetzt nicht mehr beirren von irgendwelchen nicht identifizierten Geschichten. Vorbeigehen. So. Alles im Vorbeigehen. Ah, Silberansammlung dort drüben. Ich sehe das nicht.
Da muss ich noch drauf kommen. Jetzt habe ich es kurz gesehen. Ist das, wie ich hinsehe? Ich weiß nicht. Anscheinend. Wenn ich jetzt, ja, wenn ich ein bisschen wegsehe. Ah, das ist ein wenig suboptimal. Ich glaube, die Stacks haben sie auch geändert, genau. Früher war, glaube ich, bei 250 Schluss. Jetzt habe ich hier schon 435 und verbraucht immer noch keinen zweiten Slot. Also sehr cool. Warum ich hier nicht sprinten kann im Moment, weiß ich nicht. Aber gut. Jetzt schauen wir noch kurz in die, hier, in die Optionen. Allgemein hat bla 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 bla. Nö. Video ist alles okay, glaube ich. Grafik ist alles auf Mittel. Hier, Steuerungsoptionen. Normal Lenkmodus machen wir auch flüssig. Hier haben wir Bewegungsmodus teleportieren oder flüssig. VR-Vignette, die aktivieren wir mal kurz. Das ist das, wenn wir uns bewegen oder drehen oder springen, dass hier rundherum das alles dunkler wird. Jetzt kann ich mich auch hier flüssig drehen. Ist vielleicht etwas schnell eingestellt. Aber gut. Haben wir dich schon, Kollege. Nein. Ups, Verzeihung. Wollte ich nur scannen. Genau. Ah, da drüben. Ah, da drüben. Ah, ja. Nein, nix. Hier. Ah, selbst der ist riesig. Oh. Hier kommt die Mama von dem, wie es aussieht. Boah. Geh weg. Eigentlich will ich dir gar nichts tun, aber du warst so. Drüben ist auch was. Ah, hier ist auch was Schönes. Aber jetzt erstmal hier. Oh, hier. So, greife auf das Raumschiff-Inventar zu und repariere Gegenstände. Hier. Das passt jetzt. Jetzt geht es noch um die Startschubdüse. Da brauchen wir reines Ferrit und die Wasserstoffgelee. Die Wasserstoffgelee. Das können wir ganz leicht herstellen. Und können wir auch jetzt gleich reparieren. Das ist gleich erledigt. Dachte ich. Jetzt. Und reines Ferrit. Das müssen wir uns jetzt wieder besorgen. Fortgeschrittene Materialien erforderlich. Tragbare Raffinerie einsetzen. Raffinerien wandeln einfache Materialien um. Raffinierte Materialien haben eine höhere Aufladung. Fortgeschrittene Technologien brauchen raffinierte Materialien. Baue eine tragbare Raffinerie. Da brauchen wir Metallplatten. Also hier. Hier Metallplatten. Setze die tragbare Raffinerie ein. Die haben wir ja noch nicht, oder? Oder habe ich die schon irgendwo? Und sehe sie hier nicht. Oder haben wir die immer? Ich weiß nicht. Deute auf deine linke Hand. Auf das Baumenü
So, verwende RT, um Teile und Unterkategorien auszuwählen. Tragbare Raffinerie. Deute auf eine Stelle in der Welt und platziere das ausgewählte Teil. Hier, das haben wir jetzt schon ausgewählt, oder? Ah, boah. Das ist cool. So. Die können wir jetzt starten. So, wir brauchen Treibstoffumkehrer. Genau. Geben jetzt Ferritstaub rein, oder? Dann kommt reines Ferrit raus. Aha. Warum machen wir das mal? So, stopp. Wir haben... Ach so, ich muss, glaube ich, noch rausnehmen. Und... So. Okay. Und jetzt... Startschubdüsen. Jetzt haben wir hier das Ferrit, das wir brauchen. Repariert. Alle Systeme funktionieren. Nimm die tragbare Raffinerie mit... RST und mitnehmen. So, nein, das ist... Zum Aufnehmen. Rechter Stick. Nö. Ich drücke ihn. Ah, okay. Was? Raffinerie nicht leer. Ah, okay. Wir müssen es zuerst... Stopp. Ausleeren. So. Jetzt ist sie leer. Gut. Jetzt können wir sie mitnehmen. Okay. Kehre zum Schiff zurück. Bitteschön. Wupp. Benutze LG, um den Gashebel zu greifen. Schiebe den Gashebel nach vorne, um zu starten. Halte RG gedrückt und hebe den Cockpit-Türbel an, um aufzusteigen. So. Nach vorne. Vorne. Oh. Und uff. Okay. Das ist cool. So. Gehen wir mal nochmal runter. Oh, das ist cool. Unbekanntes Gebäude, hier wollen wir hin. Das ist cool. Ich meine, ich kenne das schon, ich habe das etliche Stunden gespielt, aber das ist sehr... Boah. Panik setzt ein. Puh. Suche Antworten in den Sternen. Ich suche jetzt mal die Antwort kurz hier bei dem Gebäude. Ich will wissen, was das ist. Ja, viel Gebäude ist das nicht. Ja, hier, Achtung. Schauen wir mal kurz. Speichern und kartieren. Das ist auch immer gut zu machen. Durchsuchen. Wo war das? Oder ist der? Ach so, hier, Sauerstoff. Haben wir bekommen. Da haben wir auch wieder. Wupp. Ich glaube, ja, so. Oh. Ach, die habe ich schon gescannt. Okay. Iteration Nummer sowieso wird initialisiert. Wie ist denn? Iterationsregistrierung entdeckt. Okay.
Call Terminal. Gut. So, dann schauen wir noch mal in die, zu den Sternen. Ah, Moment. So. Ich hoffe, dass das bald ein Roomscale auch funktioniert, dass sich das hat mitbewegt mit mir. Das wäre noch ziemlich cool. Oh, hier. So, nochmal. Greifen, greifen, starten. Nach oben ziehen. Und auf zu den Sternen. Sehr cool. So, das ist ein anderer Planet. Teste Raumschiffsysteme. Teste den Boost. Okay. Halte LA, um den Impulsantrieb zu testen. Moment. Dann fliegen wir aber hier in die Richtung. Okay. Nimm eingehenden Anruf enthand. Deute auf deine linke Hand. Inventar oder wie? Wo ist der Kommunikator? Schnellmenü. Ah, hier ist er. Okay. Eingehende Übertragung. Quelle 4925B. Bitte identifiziere dich. Ich bin... Gut. Du bist nicht... allein. Na, das wäre schön. Folge. Ja. Folge. Die Übertragung endet so seltsam, wie sie begonnen hat. Der letzte Teil des Signals scheint ein Satz planetare Koordinaten zu sein. Die holen wir uns. Okay, Moment. Ich will jetzt noch... Oh. Ah, hier, ja, so. So, wir müssen hier rüber. Hier sind die Koordinationsdaten. Mit LS scannen. Pilzschimmel, Kupfer, Ammoniak, Salz. Steuert die Koordinatenmarkierung an und den Impulsantrieb. Bringt dich automatisch zur Koordinatenmarkierung. Das heißt, wir lassen den Hebel aus und in 30 Sekunden sollten wir vor Ort sein. Wir werfen hier mal einen Blick. Sehr cool. Wow. Impulsantrieb, Treibstoff 30%, das heißt, den müssen wir auch bald wieder nachfüllen. So, sicherheitshalber greifen wir schon mal nach der Steuerung. Okay, 23 Sekunden. Es ist warm, so wie es aussieht. Eintritt in Atmosphäre. So, Stopp, Landesequenz. Oh, schön, oder?
Ui. Neuer Planet entdeckt. Oh, das sieht so cool aus. Wir sollen die Signalquelle finden. Das ist hier drüben. Moment. So. Wupp. Jetzt. Gift, ja. Kaputte Technologie. Die funkensprühenden Kabel der Maschinen erzeugen ein Signal, das die Übertragung ins Nichts ausstrahlt. Wer immer die Nachricht hinterlassen hat, ist schon lange fort. Dann entschlüsseln wir mal. Entschlüssele 16. Okay. Kein Treibstoff in... Ja. Station nicht erreicht. Kaum Gefahrenschutz. Keine andere Wahl als... Unterirdischen Basiscomputer eingesetzt. Ebenso wie der Protokolliereintrag enthält das Signal Pläne für einen Basiscomputer und einen Terrainmanipulator. Mit etwas Glück enthält der Basiscomputer mehr Informationen über denjenigen, der die Nachrichten hinterlässt. So, wir können jetzt einen Basiscomputer basteln. Dazu brauchen wir chromatisches Metall. Kohlenstoff, also wir brauchen Terrainmanipulator, brauchen wir Kohlenstoff-Nanorohr und Diwasserstoff-Gelee, also zwei Kohlenstoff-Nanorohre. Schauen wir mal. Eins und noch eins. Und das wär's dann, oder? So, wie ging das? Hier in das Baumenü, oder? Den Basiscomputer? Nein. Raffinerie auch nicht. Oh ja, den Basiscomputer hier, ja. Ach so, aber da brauche ich Kupfer. Und dazu brauche ich den Terrainmanipulator. Kann ich den jetzt hier bauen? Nein. Technologie vielleicht? Terrainmanipulator. Dazu brauchen wir das und das. Okay. So. Verwende das Analysevisier, um Ansammlungen zu finden. Hier wird eine linke Hand, drückt ihr dann, um zu suchen. Wir brauchen Kupfer. Haben wir hier jetzt nichts im Moment? Sehe ich nichts. Ach so, das ist jetzt der Terrainmanipulator. Wie schalte ich da um? Das ist der Modus. Jetzt habe ich den Laser wieder. Genau. Schalten wir nochmal den Modus um. Hier kann ich wunderbar rein bauen. Wenn ich jetzt hier rein will, so ein bisschen schräg, dann kann ich mir jetzt wunderbar eine Höhle basteln zum Beispiel. Und hier unten ist auch nicht mehr so viel Gift, so viele Giftstoffe. Ja, und mit diesem Basiscomputer können wir uns dann auch sowas bauen, nämlich eine Basis. Und dann geht das Spiel endlos weiter. Und ich finde es schon wieder super und ich werde sicher wieder weiterspielen. Ich finde es toll, dass die echt dran geblieben sind und das Spiel wirklich kontinuierlich verbessert haben.
das kann ich denen nicht hoch genug anrechnen. Also es ist, Basenbau war ja auch zum Beispiel von Anfang an nicht dabei. Also es wurde hier immer Es wurde hier immer wieder einiges nach Goshunit nachgepatcht, reingepatcht. Beschädigte Maschinerie. Hier zum Beispiel können wir Teile der Sprache lernen. Also Teile der Aliensprachen lernen. Summender Beutel. Summender Beutel, da können wir jetzt gleich mal das Sterben zeigen, oder? Weil das Problem ist, wenn ich summende Beutel angreife oder mir hole, dann kommen ziemlich unangenehme Gegner, soweit ich weiß. Aber das ist irgendwo unter mir. Das heißt, wir schalten den Modus um und schauen mal, was so unter uns ist. Einfach geradewegs drauf zu. Oder mehr oder weniger gerade. Was war das? Okay, das war jetzt nicht geplant. Na gut. Dann holen wir uns halt die vergrabene Technologie hier. Ups. Und jetzt haben wir bekommen geborgene Daten. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.